Willkommen heute wieder zu einer Runde durch die Clicker Idle und Incremental Games. Als nächstes geht es heute mit Midas Gold Plus weiter und zwar auch zum letzten Mal. Ich hatte ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass ich heute das letzte In-Game Achievement mit euch vervollständigen will. Und zwar hier: No Opponent Left, 30.000 Raid Points. Mir fehlen jetzt aktuell noch 1.180 Raid Points. So, ein paar bekomme ich jetzt hier dazu. Und den Rest habe ich ja. Okay, da kann ich gleich den 10-Stunden-Raid wieder machen. Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass ich das Spiel nicht wieder starten werde. Selbst wenn morgen halt der Wochenbonus aktiv wird, ist die Frage, wofür? Weil es gibt nichts zu kaufen, es gibt nichts zu errungen für mich mehr. Was habe ich zuletzt noch gemacht? Ich habe hier noch die 3 hoch 17. Die habe ich aktiviert. Also ihr seht, im Moment habe ich jetzt nicht genug Geld dafür, um hier nochmal das Knowledge aufzubessern. Genauso wie ich hier keine weiteren Knowledge eingesammelt habe, um die zu steigern. Da habe ich nur den da noch einen Buff gegeben, weil das sowieso jetzt im Moment der stärkste war. Und hier kann ich noch einen 84er machen, weil ich sowieso nicht auf das Knowledge spare. Aber ansonsten passiert hier nicht mehr viel. Gehen wir mal in den Store und kaufen erstmal die Raid Loots. Die ich normalerweise überhaupt nicht gekauft habe, aber jetzt geht es ja eh nur um die Raid Points. Und da gilt es jetzt, so viele zu kaufen, dass ich auf 30.000 komme. Also mal gucken, ob ich mich auch nicht verrechnet habe. Und ob da auch nichts weiter passiert, aber das kriegen wir jetzt schon hin. So, wir sind jetzt auf 29,5, 29,7 und der letzte. Jawohl. So. Jetzt habe ich 30.000 Raid Points. Das war der letzte Bonus, der hier freizuschalten war. Oh, ich dachte schon, 138 von 139 fehlt doch noch einer. Nein, er hat es nur noch nicht aktualisiert gehabt. Und damit ist das letzte Achievement abgeschlossen. Kann ich leider nicht in Steam ausstellen. Gibt es in Steam nicht. Hier gibt es natürlich noch weitere Goals. Also hier könnte man theoretisch noch eine ganze Weile weiterspielen. Aber das Spiel ist dafür viel, viel zu zäh, weil selbst wenn ich das hier stundenlang laufen lasse mit diesen Boni an der Stelle, gibt es kein wirklich sinnvolles Vorankommen mehr. Gehen wir nochmal so zum Abschied ganz kurz durch, was es denn jetzt eigentlich alles gegeben hat. Also King Midas hat seine verschiedenen Fähigkeiten gehabt, mit denen ich verschiedene Buffs aktivieren konnte, die nach und nach hier freigeschaltet werden konnten. Ich weiß gar nicht mehr, an welchen Stufen die Skill Points tatsächlich freigeschaltet wurden. Dafür ist es einfach viel, viel zu lange her, bis der dann auf Level 40 gebracht worden ist. Dann sind die ganzen Champions, die hier halt freigeschaltet wurden, ganz am Anfang mit noch sehr, sehr niedrigen Werten in drei verschiedenen Modi: Rage Mode, Mana Mode und er ist jetzt ein Energy Mode, der letzte. So, das, was später dazu gekommen ist, als ich das Spiel schon gespielt habe, waren die Pets. Wo ich den Dragon of the Void inzwischen freigespielt habe, auf dem maximalen Level, wo ich eben nichts mehr machen kann. Die sind dazu genutzt worden, um die Arenen freizuspielen, um damit diese Boni hier zu aktivieren, durch die jeweiligen Stufen. Bronze, Silber, Gold, Platin, ich weiß nicht mehr genau, welche Stufen das waren. Es ist halt alles leider nicht mehr historisch einsehbar. Dann gab es das Bierfestival, das jetzt auch schon wieder ewig läuft, wo ich Stufe 274 jetzt als nächstes erreichen würde, als nächsten Meilenstein mit 208.000 Erfahrungspunkten. Da gab es hier die verschiedenen Rewards. Und hier gab es dann im Endeffekt auch die Acident Crystals mit den Acident Artifacts, die dann freigespielt werden konnten. Und die habe ich dann hier neben dem Orb Power, was sozusagen immer noch weiterläuft, also die bekomme ich immer noch, wo ich alle 20 Orbs dann Bonus bekomme. Ist hier die große Collection mit 20 Acident Artifacts, die halt hier ihre Boni verabreicht haben, die auch alle nach und nach freigeschaltet werden mussten mit jeweils 5 von den Gems, glaube ich. Genau, der Ticketmarkt, da habe ich jetzt 190 Tickets, die ich natürlich auch nicht mehr verwenden werde, weil Event Points, Raid Points, Raid Loots, Event Tickets, Pet Food und Gems nicht mehr benötigt werden. Dann gab es Mideum, einmal hier am Anfang, wo dann die Raid Loots auch verwendet werden konnten, um entsprechende Boni freizuschalten.
und später dann den War Outpost, wo es dann darum ging, auch nochmal Embleme freizuschalten. Ich glaube, Mideum hatte keine weiteren. Da waren tatsächlich die Boni direkt mit den Häusern verbunden. Genau, das waren Boni auf die Häuser mit 1000%. Und hier waren es dann eben die Embleme, die eigentlich freigeschaltet werden für Gold und Knowledge und für die Ressourcen- und Army-Produktion. Während hier dann mit den Upgrades gearbeitet wurde für Ressourcen-Upgrades, Army-Upgrades und dann natürlich im Warum Kriege geführt wurden, um hier letztlich die Embleme freizuschalten. Und dann gab es ganz am Anfang, also neben den Achievements und den Goals, die hier entsprechende Profitmultiplier oder andere Boni freigeschaltet hatten, gab es dann die Raid Loots, wo es als erstes erstmal die Raid-Stufen freizuschalten waren mit den verschiedenen Spunden. Und über diese sind dann Legendary Items freigeschaltet worden. Auch wieder 12 Stück an der Zahl, die dann insgesamt diesen Bonus bekommen haben. Und nachdem die dann freigeschaltet wurden, war diese Void Crystals, die dann gesammelt werden konnten und eben der Aufstieg in den Warlord. Genau, ich glaube, genau, über die Raid Points ging es, glaube ich, darum, dass der Warlord aufgestiegen ist und mit jeder Stufe ist eben eins von diesen hier freigeschaltet worden. Und es war, glaube ich, hier wieder bei den Artefacts, weil die haben auch sehr, sehr am Anfang schon gegriffen. Die dann eben den Effekt hatten, aber auch lange gebraucht haben, bis dann die letzten noch auf dem Maximum waren. Genau hier, Raid-Time, hier ist die gesenkt worden von 10 Stunden auf 6 Stunden. Und ja, die sind auch inzwischen alle maximiert. Und hier auch der Verweis wieder zu den Ancient-Artefacts, die ich vorhin schon gezeigt habe. Ja, und das war's im Endeffekt. Upgrades habe ich alle. Jetzt kann ich euch hier die natürlich hier nochmal zeigen. Ich kann euch nur das Summary anzeigen. Im Endeffekt, welche Gebäude welche Level erreicht haben und wie viele oder wie hoch die Boni letztlich ausfallen. Ich habe auch die einzelnen Gruppen gewechselt, weil es gab ja für die verschiedenen Modi, für den Rage Mode, für den Click Mode, für den Energy Mode, gab es unterschiedliche Boni, die nur aktiv waren, wenn man die wirklich hatte. Also wenn man einen von den Champion ausgewählt hat. Auch die sind alle aktiviert und gekauft. Den Exotic Mercant, da gab es noch eine ziemliche Senke für entsprechende Rubis, Gegenstände und hier konnte ich auch die Raid Loots nochmal austauschen. Aber auch das ist alles nicht mehr notwendig, alles auf Maximum, alles ausgekauft und ja, damit heißt es heute Goodbye sagen. Ein Spiel, das vielleicht nicht überall bis zum Maximum ist, weil irgendwo bis 300 könnte es vielleicht noch hochgehen, also bis zu den Grenzen, die auch hier im War Outpost sichtbar waren, wo hier die Upgrades dann plötzlich auf 1 hoch 300 gesprungen sind, die eigentlich nicht wirklich in irgendeiner Lebenszeit so erreichbar sind. Das heißt, hier ging es wahrscheinlich noch ein bisschen weiter, aber das ist auch eben diese 118, 119 ist so die Größenordnung, an der das Spiel keine Beschleuniger mehr hat, die ja irgendwie in einer absehbaren Zeit die nächste Stufe ermöglichen würden. Mir bleibt ja zum Glück Holiday City Reloaded jetzt erhalten, was ja von den gleichen Machern ist, wo ja auch in den Tagescodes immer mal wieder ein Verweis auf Midas Gold Plus stattfindet. Aber ja, Midas Gold Plus ist für mich dann abgeschlossen. Somit heute auch die letzte Folge davon und dann auf zum nächsten Spiel.